Das ist die Agentur, die das hier mit veranstaltet. Hier steht es ganz groß dran. Du stehst vor deinem eigenen Namen. Guten Morgen, Hans-Dieter Laubinger. Ja, so. Erklären, wer es ist, oder? Sie entdecken ihn selbst. Das ist natürlich im 300. Jahr von Friedrich II. Ganz, ganz wichtig, dass seine Exzellenz heute alle Termine abgesagt hat, weltweit, und gesagt hat, ich komme nach Friedrichshagen. Und da haben wir gesagt, wir wollen jetzt keinen Schauspieler oder irgendwas Ausgeliehenes aus dem Fundus, wir wollen das Original. Und da ist der. Friedrich II., herzlich willkommen! Sprechen darf. Herzlichen Dank. Da habe ich eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, liebe Friedrichshagener und Friedrichshagener, ich begrüße Sie natürlich auch ganz herzlich zum 22. Bölschefest. Das ist, da merkt man, das ist eine echte Tradition. Und das liegt an zwei Dingen. Erstens, ganz Friedrichshagen macht immer mit. Dann sehe ich auf das, wenn Sie da das Programm anschauen, dann sind die Schulen dabei, da sind Kinder, Jugendliche dabei, dann ist hier wirklich alles, was Rang und Namen hat in Friedrichshagen, macht mit auf diesem Fest und sorgt auch dafür, dass das hier ein ganz... Ja, ich begrüße natürlich erstmal mein Volk hier, ganz besonders an diesem schönen Sonnabend, und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und ich sehe, es können noch ein paar mehr sein, aber der Rest ist wahrscheinlich fleißig am Arbeiten, wie das für Friedrichshagen auch so festgelegt war bei meiner Gründungsidee 1753. Und natürlich begrüße ich den Bürgermeister auch. Wir leben nun mittlerweile in der Republik, da kann ich damit leben, dass jemand unter mir Bürgermeister ist. Und insofern herzlich willkommen, viel Erfolg für die nächsten Jahrzehnte. She calls me, radio reminds me of my home.